Ihr wollt wissen, warum meine Stimme heute so anders klingt? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin nicht der Sven und wir spielen heute keine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal Käffchen. Und dann möchte ich mich vorstellen, ich bin Herr Spielkind und das erklärt, wem die Stimme gehört, aber noch nicht, was das Ganze hier soll. Und zwar wird unser allerliebster Sven demnächst heiraten. Und er hat mich zu seinem Trauzeugen auserkoren, hat sich allerdings gegen einen klassischen Junggesellenabschied ausgesprochen. Das ist Pech für ihn, Glück für euch, denn ich habe mir etwas ganz anderes überlegt. Und zwar lasse ich den Sven für jeden Tag der Woche ein Video aufnehmen mit einem Spiel, das ihn, sagen wir mal, herausfordert. Jedes Spiel soll er so ungefähr 20 Minuten spielen. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Und das erste Spiel ist Minerinio. Ein Spiel, das gleich zu Beginn mit drei Endgegnern aufwartet. Zum einen die fürchterliche Kameraposition. Zum zweiten die sehr, sagen wir, fehlerhafte Steuerung. Und zum dritten definitiv die Musik. Und wie sich Sven bei dieser ganzen Geschichte schlägt, zeigt er euch jetzt nach einer kleinen Überblendung. Und damit auch ein herzliches Willkommen von mir. Ich wurde offensichtlich ein bisschen gekapert. Schon ein bisschen rausnehmen. Ich bin mal gespannt, wie nervig diese Musik im Hintergrund ist. Schauen wir mal. Ach ja, ich muss auch dabei dieses Shirt tragen. Was ist denn nur? Hochzeit 2022? Ja, genauso schön war mein Antrag. Genauso romantisch. Steht auch in unseren Ringen drin. Also zumindest in den Verlobungsringen. Ehering ein bisschen lang. Ja, ich soll mich heute erstmal mit Minerinho beschäftigen. Ist das eigentlich von der Schreibweise Portugiesisch? Weil Spanisch wäre hier die Tilde über dem N. Aber wir schauen einfach mal. Ich habe gehört, dass Simon von den Rocket Beans da relativ gut drin sein soll. Den Anspruch habe ich nicht. Keine Ahnung, wie das geht. Wir schauen jetzt erstmal zusammen rein. Ich mache mich mal klein. Puff, klein. So. Double Miner, nein. Controls. Gucken wir erstmal da rein. Holy crap. Also, wir haben... Okay. Kann man... Aperte Escapo Paravolta A. Was? Ich kann die... Steuerung nicht ändern? Ich hoffe, das ist hier einfach drin. Escapo. Nice! Moment. Okay. Fängt ja schon mal gut an. Also Escape geht nicht. Ich hoffe, dass das jetzt Y ist, weil sonst wird das ja ein riesiger Graus. Z und ich sind ein bisschen weit auf der Tastatur. Okay. Die Musik macht mir übrigens jetzt schon Angst, weil Addicted to Love. Schwierig. Ich verstehe kein Wort. Was sieht das schrecklich aus? Was passiert hier? Jemand hat die Pizzeria geklaut. Phase 1. Davon gibt's mehrere. Castellino. Holy crap! Okay, wie nenne ich das jetzt? Trash Wedding? Wedding Trash Night? Oh shit. Okay, das ist Attack. Und tatsächlich, das Set ist weit. Oh, ich krieg so einen. Alter, wer hat sich das denn?
Nee, nicht. Nein! Let go, Fanny. Okay, da geht's. Oh. Wo muss ich hin? Ich kann mir hier einen Burger holen, wenn ich da hin. Okay, ich habe meine Attacke gewechselt. Wie soll man denn so zielen? Leute! Okay, den haben wir schon mal weg. Das eigentlich Punkte? Ich hab 4 Leben. Wo muss ich hin? Da sind Herzen. Ich hab 5-6 Leben. Z war Jump. Ich bin hier oben. Okay. Okay. Da drüben gibt's Pizza. Pizza ist gut. Nee. Alter. Nicht du. Da hinten ist ein Chili. Ah, okay. Angeblich sagt meine Troller da hinten. Die. Oh, 9 Leben, cool. Die, deren Namen nicht genannt werden darf. Kein Netzwerk. Oh. Ich soll da 20 Minuten machen. Liebe Pizmins, ich habe einen riesen Respekt vor euch, dass ihr so etwas spielen könnt für eine Stunde. Wie macht man sowas? Versuchen das an. Ich will die Chili haben. Hier, warte mal. Hier waren doch noch... Waren hier nicht Herzen? Nein, hier waren keine Herzen. Okay, ich muss mit Z da... Oh, ich kann einen Doppelsprung machen. Holy crap. Oi. Leck mich hier drüben. Ach, da waren die Herzen. Derjenige, der dieses Spiel gemacht hat, der gehört erschossen. So. Oh, jetzt gibt's Feuer. Ich weiß immer noch nicht, wo ich hin muss. Also, ne? Manchmal kann ich doppelt springen, manchmal nicht. Okay. Okay, ich gehe jetzt erstmal wieder da runter. Hier lang. Ich versuche mal da hinten mein Glück. Ich darüber gesprungen. Wow. Das ist sehr anstrengend. Hüpf. Okay. Hui. Nein, da geht's nicht. Nein, nicht. Okay.
Ach, ich muss jedes Mal wieder hier runter. Ich verstehe. Juhu. Ich krieg langsam Krämpfe im Finger. Holy crap. Kriegt euch alle. Außer dich. Nein, nicht in die Richtung. Ja, machen wir einen Moonwalk. Wahnsinn. Heieiei. Übrigens nochmal vielen Dank, lieber Herr Spielkind, für diese wunderbare Idee. Also, von der Idee her und die Mühe, die er sich gemacht hat, finde ich halt mega. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ne? Nein! Okay, ins Wasser fallen. Puh, erst 10 Minuten. Knack. Au. Das ist ein Fingerbrecher. Warum rutschst du immer? Warum habe ich jetzt da einen Mauszeiger in der Seite? Was habe ich gedrückt? Immer weg. Oh yeah. Das ist der Knopf. Rumglitschen will ich auf jeden Fall schon mal nicht. Ichai! Jiddisch oder was? Ichai! Ichai! Oh. Wenigstens ist hier nicht die ganze Zeit so schlimmer Musik. Oh Mann, Mann, Mann. Kriegen wir die Chili so? Brauche ich Chili? Ja, brauche ich. Unbedingt die Herzen und die Chili. Eieiei. Ja, ich weiß, dass ich da nicht lang müsste. Aber ich will. Der Helm ist halt hier scheiße. Bibizinga! Ichai, Bibizinga! Oh Mann! Okay, ich muss leider gestehen, ein bisschen Spaß macht's ja. Schon. Ich weiß ja schon, welche Spiele in den nächsten Tagen kommen. Oh. Nein, nicht mit Maus. Wie hat sich das ausgedacht? Vor allem, warum muss Player 1 so leiden und Player 2 kann wenigstens einen Controller nehmen? Ichai, Bibizinga! Ichai, Bibizinga! Oh Mann, das hinterlässt doch einen bleibenden Schaden. Meine Herzallerliebste wird doch am Ende sagen, dem auf gar keinen Fall. Sind ja hier alle bescheuert? Ichai, Bibizinga! Okay, ich bin ehrlich, eigentlich brauche ich nichts anderes als das hier, weil der geht ganz schön weit. So, Ichai, Bibizinga. Hm.
Oh. Och komm! Ich hab doch das Wasser nur ein bisschen berührt. Ich heue wie Zinger. Huh! Hallo, ich heue wie Zinger. Ich hei Bibi-Zinger. Ui, ich hei Bibi-Zinger. Ui, ich hei Bibi-Zinger. Drei Endgegner, sagte er, ne? Er hat den vierten vergessen. Mich selber. Mein Auftrag hier. Außer Echain und Bibi Zingern. Abuga! Echain, Bibi Zinger, Abuga. Warte, Herzen. Herzen sind gut. Herzen. Alter. Kameraperspektive. Eieieiei. Uiuiuiui. Hi, Bibi Zinger. Hat sich die Perspektive aus. Steam in wherever wahrscheinlich der ich hab euch alle gekriegt. So, jetzt kommt mein nächster Endgegner. So, ich haben wir schon mal. Ich möchte gerne was sehen. Danke. War hier nicht hier soll es einfacher sein, vermute ich. Ja. Oh Gott sei Dank. Nein! Ich hei, Bibi Zinger! Ei, ei, ei. Oh Mann! Ich weiß, das kann man sich nicht anhören. Eieiei. Ja, falsche Taste. Wrong Test. Eieiei. Abuga! Oh Mann, das ist das bescheuertste Spiel, das ich jemals gespielt habe. Und ich bin in den 90ern aufgewachsen. Ich kenn doch Take Your Best Shot! Aber ich muss sagen, für einen Jungen. Also, ich muss dazu sagen, was ich hier gerade mache, ist mein Junggesellenabschied. Ich weiß nicht, hat er das eigentlich in dem Video gesagt? Also in dem Intro-Toto. Wo falle ich hier hin? Hallo? Alter. Wo bin ich hier? Also falls er das nicht im Intro gesagt hat, das ist mein Junggesellenabschied. Ich soll diese Videos machen. Nein, der Junggesellenabschied geht nicht mehrere Tage lang. Aber ich finde die Idee trotzdem mega. Weil es ist einfach. Ich habe gesagt, ich mache den Quatsch nicht mit hier Bauchladen und hier kauft mir mal irgendwelche Schlüpper ab.
Da habe ich mal, das ist nicht meins, das bin ich nicht, da habe ich keinen Bock drauf, aber das hier ist mega. Ja, das Spiel ist kacke bis zum geht nicht mehr. Aber, nein! I don't care! Und es ist irgendwie witzig. Und ich glaube, so wie ich das hier sehe, vielleicht habe ich sogar die Proportionen falsch. Es ist mir gerade vollkommen egal. Bibi Zwinger. Michael. Jetzt hoffe ich nur noch. Ich hoffe. Oh, das ist drauf. Gott sei Dank. Verdammt, ich hätte nicht gucken sollen. Maus weg. Wo bin ich? Da. Ich habe die zum. Das war die Taste. Alter. Es ist wunderbar, wie sich der Scheiß auch noch dynamisch anpasst. Ahura! Ich habe die Zinger! Ich glaube, das ist aber auch mein letzter Versuch hier. 1942. Michael. Ja, diese jüdisch-portugiesische Koproduktion. Wollte ich damit irgendjemanden jüdischen Glaubens auf den Schlips getreten sein? Das tut mir leid, das ist nicht meine Absicht. Aber ich weiß nicht, es klingt halt wie ein bisschen hebräisch. Also, Ipsala. Das heißt, Jiddisch halt. Jiddisch, nicht Hebräisch. Komm. Okay, also Richtungsrübs-Weltmeister werde ich schon nicht mehr. Doch. So. Wo ist die Plattform jetzt gerade? Da, sie kommt rüber. Und ich hab's geschafft. Und ich hab's hier drauf geschafft. Und. Juhu! Ich hab's hier rüber geschafft. Ich hab's nicht hier hoch geschafft. Wo ist... Moment. Da hoch. Da hoch. Nein! Ja. Ich sag mal, das war's mit Tag 1. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mal so ein Abo da. Alter, ist das Spiel komisch. Und Daumen und so. Ihr kennt den Spaß. Abo, Glocke, Daumen, Kommentar. Und für alle Glückwünsche, danke. Bis morgen. Wenn ihr wissen wollt, wie es mit diesem Junggesellenabschiedsspezial weitergeht, dann abonniert doch den Kanal und aktiviert die Glocke. Und wir würden uns tierisch freuen, wenn ihr ein Like oder einen freundlichen Kommentar da lasst. Und damit Käffchen. Tschüss.